die Entsorgungsanlage für Atomwaffen auf Shadow Moses Island im Fox-Archipel in Alaska wurde angegriffen und von Mitgliedern der Sondereinheit der nächsten Generation unter Führung von Foxhound-Mitgliedern in ihre Gewalt gebracht. Sie fordern, dass die Regierung die sterblichen Überreste von Big Boss übergibt. Wenn ihre Forderungen nicht innerhalb von 24 Stunden erfüllt, zünden sie eine Atomwaffe. Die Mission hat zwei Ziele. Retten Sie den DARPA-Chef Donald Anderson und den Präsidenten von Armstead, Kenneth Baker. Beide werden als Geiseln festgehalten. Stellen Sie außerdem fest, ob die Terroristen über Atomwaffen verfügen und stoppen Sie sie gegebenenfalls. Und wie wollen Sie jemanden einschleusen? Wir können mit dem U-Boot nah an die Anlage heran. Was passiert dann? Wir schießen ein Ein-Mann-Landungsgerät ab. Bringen Sie es so nah wie möglich heran, dann werden Sie es los. Dann müssen Sie schwimmen. Hightech-Sondereinheit Foxhound. Ihre frühere Einheit. Und eine Einheit, von der ich Commander war. Das heißt, es gibt sie noch. 6 Foxhound-Mitglieder sind am Terroristenangriff beteiligt. Psycho Mantis mit seinen telepathischen Fähigkeiten. Sniper Wolf, die schöne und tödliche Scharfschützin. Decoy Octopus, Meister der Verstellung. Vulcan Raven, Riese und Schamane. Und Revolver Ocelot, Experte für Verhöre und gefährlicher Schütze. Und schließlich Ihr Befehlshaber, Foxhounds Kampfführer Liquid Snake. Liquid Snake. Der Mann, der Ihren Codenamen teilt. Die Entsorgungsanlage erstreckt sich über die ganze Insel. Nach dem Eindringen erhalten Sie Anweisungen über Codec. Kommt noch jemand mit? Es ist wie immer eine Ein-Mann-Mission. Ausrüstung und Waffenbeschaffung vor Ort. Jawohl. Diese Operation ist top secret. Erwarten Sie keinerlei Unterstützung von offizieller Seite. Hier Snake. Colonel, hören Sie mich? Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift bis zur Oberfläche benutzen müssen. Passen Sie auf, dass niemand Sie sieht. Sie können mich über Codec erreichen. Die Frequenz ist 140.85. Wenn Sie das Codec verwenden möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, piept das Codec. Wenn Sie dieses Geräusch hören, drücken Sie die Select-Taste. Der Codec-Empfänger stimuliert direkt Ihren Gehörgang. Sie werden der Einzige sein, der es hören kann. Gut. Okay. Ich bin unterwegs.
Es gibt einen Aufzug, mit dem Sie ins Erdgeschoss fahren können. Warten Sie, bis der Aufzug nach unten kommt. Sie gehen besser in Deckung. Snake, vergessen Sie nicht, dies ist eine Geheimoperation. Der Feind hat viele Leute und Sie sind allein. Werden Sie entdeckt, sind Sie sofort umzingelt. Und dann sind Sie erledigt. Nehmen Sie den Aufzug hinten, fahren Sie ins Erdgeschoss und suchen Sie nach dem DARPA-Chef. Ihr Snake, ich bin vor der Entsorgungsanlage. Ausgezeichnet, Snake. Sie werden im Alter nicht langsamer. Wie geht das mit dem Sneak-Anzug? Schön trocken, aber bewegen ist schwierig. Er soll Unterkühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Schon gut. Ich bin ja dankbar.
Ohne Ihren Anzug und die Spritze wäre ich schon längst zum Eiszapfen geworden. Ein Antigefrierpeptid, Snake. Alle an dieser Übung beteiligten Genomsoldaten verwenden es. Gut, freut mich, das zu hören. Schon getestet, wie? Wie sieht's mit der Ablenkung aus? 2 F-16 sind in Kalena gestartet und zu ihnen unterwegs. Der Radar der Terroristen muss sie jeden Augenblick entdecken. Ein Heim-Die. Colonel. Was macht ein russischer Helikopter hier? Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als ob unser kleines Ablenkungsmanöver geklappt hat. Jetzt ist Ihre Chance, unerkannt einzudringen. Bleiben nur noch 18 Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums. Beeilen Sie sich! Wow, der spinnt wohl. Einen Hind bei diesem Wetter zu fliegen. Wer ist das? Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht vorgestellt. Dies ist Mai Ling. Sie wurde uns als Kommunikations- und EDV-Spezialistin zugewiesen. Sie entwickelte den Codec und ihr Soliton-Radarsystem. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an Sie. Nett, Sie kennenzulernen, Snake. Es ist eine Ehre, einer lebendigen Legende zu begegnen. Was ist los? Nichts. Aber mir bloß die erstklassige Militärtechnologie-Ingenieurin weniger hübsch vorgestellt. Och, Sie schmeicheln mir. Nein, im Ernst. Jedenfalls wird's mir die nächsten 18 Stunden kaum langweilig. Hey, ich glaub's ja nicht. Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen. Sie überraschen mich. Ganz schön nass forsch für einen Berufskiller. Sieht so aus, als könnten wir beide noch etwas lernen. Ja, ich freue mich, den Mann, der hinter der Legende steckt, kennenzulernen. Aber zuerst muss ich Ihnen Ihr Soliton-Radarsystem erklären. Der helle Punkt in der Mitte sind Sie, Snake. Die roten Punkte sind Ihre Feinde und der blaue Kegel deren Sichtfeld. Vorsicht, Snake. Die Genomsoldaten verfügen über hochentwickelte Hör- und Sehsinne aufgrund der Gentherapie. Sie dürfen sie nicht sehen. Bringen Sie in die Entsorgungsanlage ein und suchen Sie den DARPA-Chef. Der DARPA-Chef hat dieselben GPS-Transmitter-Nanomaschinen wie Sie. Er sollte auf Ihrem Radar als grüner Punkt erscheinen. Fragen Sie ihn nach Informationen über die Terroristen, wenn er noch lebt. Snake, Ihr Radar wird nicht vom Wetter beeinträchtigt. Aber wenn der Feind Sie entdeckt, können Sie ihn nicht benutzen. Ja, er wird leider schnell blockiert. Ja, er ist aktuelle Technologie. Sie können ihn in Bereichen mit starker harmonischer Resonanz nicht benutzen. Also Vorsicht! Wir folgen Ihnen per Radar und Sie können jederzeit über Codec mit uns Kontakt aufnehmen. Okay, ich melde mich, wenn ich einsam werde. Im Ernst, Snake? Wir sind Ihre Unterstützung. Also melden Sie sich, wenn Sie Infos oder Rat brauchen. Ich bin für die Missionsdaten verantwortlich. Wenden Sie sich an mich, wenn ich Ihren Status aufzeichnen soll. Meine Frequenz ist 140.96. Es ist eine zur Datenspeicherung abgestellte Frequenz. Denken Sie daran. Bis auf das Fernglas sind Sie ohne Ausrüstung. Bedienen Sie sich aller Waffen, die Sie finden können. Ich denke dran. Erst durchsucht mich Dr. Naomi hier und dann nehmen Sie mir alle Waffen weg. Stellen Sie sich mal meine Lage vor. Wer weiß, wenn Sie halt zurückkommen, lasse ich Sie vielleicht mich durchsuchen. Versprochen, Doktor. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe meine Zigaretten rausgeschmuggelt. Wie haben Sie das gemacht? Im Magen. Ihre Spritzen haben meine Magensäure unterdrückt. Zigaretten? Was sollen Ihnen die nutzen? Man weiß nie. Wenn Sie eintreten wollen, hier ist der Eingang. Es ist der kürzeste Weg, aber der Feind kann Sie wahrscheinlich sehen.
Soll ich an die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann? Eine Wache links und eine rechts. Sie haben 5-5-6er und Granaten. Was ist mit dem Schacht bei der Tür? Im zweiten Stock sollte es auch eine Schacht geben. Ich kann ihn nicht sehen. Entscheiden Sie, wie Sie eindringen. Ich zähle auf Sie, Snake. Was ist, Snake? Denken Sie an de Gaulle's Spruch. Die Friedhöfe sind voller unersetzlicher Männer. Snake, Sie sind allein und von Feinden umgeben. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie Kämpfe, wenn möglich. Sie haben recht. Und Zitate haben Sie drauf, nicht wahr? Nun ja. Meine Eltern sind beide aus Guangdong in China. Aber ich bin in Amerika geboren und aufgewachsen. Ich mag die Literatur beider Länder. Das verbindet mich mit Ihnen. Ich zitiere für Sie gern noch mehr, wenn Sie wollen. Darauf freue ich mich schon. Aber ich wüsste auch gern noch mehr über Sie selbst. Ah, ich denke drüber nach. Überwachungskamera. Die Basis muss ein Lüftungssystem haben, um die Luft zu zirkulieren. Es muss hier irgendwo Schächte dazu geben. Die Basis braucht bestimmt viel Strom. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Dieselgenerator. Der braucht Sauerstoff, also müssen dafür auch Abgasschächte existieren. Sie werden es nicht glauben, aber die haben unsere F-16, die sie ablenken sollten, abgeschossen. Mit einem Hind D. Dann meldete sich Liquid und meinte, beim nächsten Mal zündet er die Atomrakete. Snake, beeilen Sie sich! Der Hind kommt sicher bald zurück! Thank you.
Snake, hier ist McDonald Miller. Ist schon eine Weile her. Master, was machen Sie denn hier? Ah, ich wurde des Drillens müde und kam hierher, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben. Hier und da helfe ich beim Training der alaskischen Pfadfinder mit. Geben Ihr Können an die nächste Generation weiter. Gut. Campbell hat mir die Situation hier erklärt. Ich dachte, ich könnte behilflich sein. Es gibt keinen, dem ich in einem Fuchsbau lieber begegne. Nun, ich kenne mich ein bisschen beim Überleben aus. Ich wohne schon etwas länger als Sie in Alaska. Rufen Sie mich, wenn Sie Fragen zur Flora und Fauna haben. Meine Frequenz ist 141,80. Im ersten Untergeschoss umgesiedelt. Was ist mit dem Reinigen der Lüftungsschächte? Die haben soeben die Abdeckung geöffnet. Die werden gleich Rattengift sprühen. Der Lüftungsschacht im ersten Untergeschoss? Mach die Abdeckung gleich nach dem Sprühen zu. Pass auch auf die Frau in der Zelle auf. Immer schön vorsichtig sein. Frau in der Zelle? Die Aktionstaste, um nach unten zu gehen. Verwenden Sie den Aufzug, um von einem Geschoss ins andere zu gelangen. Es musste einen geben. Sie wissen, wo der DARPA-Chef ist. Sein Nanomaschinentransmitter erscheint als grüner Punkt auf dem Radar, wenn Sie in der Nähe sind. Suchen Sie ihn! Los, Snake! Sie schaffen es!
Der Radar, er zeigt die Position des DARPA-Chefs an. Er ist der grüne Punkt. Schnell, befreien Sie ihn! Wenn Sie eine Leiter hoch oder runter gehen wollen. Blöde Erkältung. Ich hasse Alaska. Die Kleine sieht echt nicht schlecht aus. Eine Frau. Nicht er. Das Signal des DARPA-Chefs kommt aus der Gegend dort. Kommen Sie da nicht irgendwie runter? Benutzen Sie den Beobachtungsmodus. Wer sind Sie? Ich komme Sie retten. Sie sind Donald Anderson, Chef von DARPA, ja? Sie sollen mich hier rausholen, wie? Wer schickt Sie? Ich bin bloß der Hampelmann, der Sie hier aus der Tinte fischt. Wirklich? Stimmt. Sie sehen nicht wie einer von denen aus. In dem Fall, los, weg von hier. Langsam. Keine Sorge. Erst will ich Informationen über die Terroristen. Die Terroristen? Können die wirklich eine Atomrakete abschießen? Wovon sprechen Sie? Die Terroristen bedrohen das Weiße Haus. Sie sagen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, lancieren sie eine Atomwaffe. Lieber Jesus. Ist das möglich? Möglich. Die können eine Atomwaffe schießen. Wie wollen Sie sie abschießen? Ich dachte, hier gäbe es nur demontierte Sprengköpfe. Die sollten keinen Zugang zu Raketen haben. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist streng geheim, ist das klar? Wir führten Übungen mit einer neuen experimentellen Waffe durch. Eine Waffe, die die Welt verändern wird. Was? Eine Waffe, mit der ein Atomangriff von jedem beliebigen Ort der Erde möglich wird. Ein nuklear gerüsteter Kampfpanzer. Metal Gear. Nicht möglich. Sie kennen das? Metal Gear ist eines der geheimsten Projekte. Wie haben Sie das gewusst? Wir hatten früher mal ein paar Zwiste. Deshalb also waren Sie hier in der Entsorgungsanlage. Was sollte ich sonst an diesem gottverlassenen Ort? Ich hörte, dass das Metal Gear-Projekt fallen gelassen wurde. Im Gegenteil. Es ist zu einem riesigen gemeinsamen Projekt von Armstech und uns gewachsen. Wir wollten bei dieser Übung Daten sammeln und dann mit der Massenproduktion beginnen.
bis die Revolution dazwischen kam. Revolution? Rex ist in den Händen der Terroristen. Rex? Metal Gear Rex. Der Codename für den neuen Metal Gear Prototyp. Der Sprengkopf, den Sie für Rex verwenden wollen, ist vermutlich schon geladen. Diese Männer sind Profis. Die sind alle im Umgang mit und Ausrüstung von Waffen erfahren. Hey, halten Sie die Klappe! Ich dachte, alle Atomsprengköpfe verfügen über Sicherheitsmaßnahmen. Eine Art Sprengcode, die man eingeben muss. Oh, Sie meinen PAL. Ja, sicher gibt es den PAL. Zum Starten müssen zwei unterschiedliche Kennwörter eingegeben werden. Zwei Kennwörter? Richtig. Baker kennt eins und ich das andere. Baker? Der Präsident von Armstech? Richtig. Jeder von uns muss ein Kennwort eingeben, sonst ist Zünden nicht möglich, aber... Sie haben mein Kennwort gefunden. Sie haben's verraten? Psycho Mantis liest Gedanken. Sie können sich nicht wehren. Psycho Mantis? Einer der Foxhound-Mitglieder. Er hat übernatürliche Kräfte. Klingt übel. Bis Sie auch Bakers Code kennen, ist bloß eine Frage der Zeit. Wenn Sie Bakers Code rausfinden, dann können Sie jederzeit eine Atomrakete zünden. Aber Sie können gestoppt werden. Was? Mit den Schlüsselkarten. Schlüsselkarten? Die wurden von den Systemingenieuren der Armstech als Notmaßnahme entworfen. Selbst ohne die Kennwörter können Sie damit das Sicherheitsschloss aktivieren. Und dann? Können Sie die Zündung stoppen. Diese Schlüsselkarte? Und wo sind die Schlüsselkarten? Baker muss sie haben. Hören Sie zu. Sie brauchen drei Schlüssel. Es gibt drei Schlüssel und verschiedene Schlitze, in die sie geschoben werden. Jeder erfordert eine Karte. Okay. Drei Schlüsselkarten. Wissen Sie, wo Sie Baker festhalten? Irgendwo im zweiten Untergeschoss. Zweites Untergeschoss? Die Wache hat gesagt, dass sie ihn in einen Bereich mit viel elektronischer Störung verlegt haben. Sonst noch Hinweise? Ja. Sie haben die Eingänge zugemauert, sind aber nicht mit dem Übermalen fertig geworden. Achten Sie auf Bereiche, wo die Wände andersfarbig sind. Nehmen Sie das. Es ist meine ID-Karte. Sie öffnet Sicherheitstüren der Stufe 1. Es ist eine PAN-Karte. Die funktioniert im Zusammenhang mit dem elektronischen Feld Ihres Körpers. Personal Area Network, hä? Salze im Körper dienen als Medium zum Übertragen von Daten. Die Sicherheitseinrichtungen an der Tür lesen die auf der Karte gespeicherten Daten. Und die Türen gehen automatisch auf. Alles klar. Okay, ich werde Sie hier rausholen. Augenblick. Was ist los? Sie kennen keinen anderen Weg, um die Aktionsverbindung zu deaktivieren? Von Ihren Bossen vielleicht? Nein. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gehört haben? Ich sagte nein. Und gedenkt das Weiße Haus den Forderungen der Terroristen nachzugeben? Nicht mein Problem, das hat nichts mit meinen Befehlen zu tun. Aber das Pentagon! Das Pentagon! Was ist los? Was ist los? Hey, was ist passiert? Tod. Naomi, der Chef. Was ist geschehen? Ich weiß nicht genau. Sieht nach Herzversagen aus, aber... Herzversagen? Nein. Colonel, verbergen Sie irgendetwas. Keinesfalls, Snake. Sie müssen verstehen, die Operation hat Sicherheitsstufe Rot.
Die benötigen höchste Sicherheitsfreigabe, um die gesamte Akte sehen zu können. Sie wollen mir erzählen, dass Sie als Leiter der Operation nicht über Zugang zu allen Informationen verfügen? Ich sagte Ihnen schon, der Verteidigungsminister leitet diese Operation. Ich bin nur zu Ihrer Unterstützung hier. Snake, wir haben keine Zeit für Debatten. Kommen Sie da weg und suchen Sie Präsident Baker. Tut mir leid, Snake. Die Rettungsaktion ist fehlgeschlagen. Es gibt keinen Grund, in der Zelle zu bleiben. Gehen Sie ins zweite Untergeschoss. Sie müssen den Präsidenten von Arms Tech, Kenneth Baker, retten, bevor die Terroristen seinen Sprengcode herausfinden. Umgebracht. Sie Mistkerl! Liquid? Nein, Sie sind's nicht. Keine Bewegung! Zielst du zum ersten Mal auf einen Menschen? Deine Hände zittern. Schieß doch, Grünschnabel. Ich bin kein Grünschnabel. Lügner. Der unsichere Blick. Die Angst in den Augen, wenn das keine Grünschnabelaugen sind. Du hast doch noch nie einen Menschen erschossen, nicht wahr? Sie reden zu viel. Du hast noch nicht mal die Waffe entsichert. Ich bin kein Grünschnabel. Du gehörst nicht zu denen, oder? Öffnen Sie die Tür. Sie haben noch eine Karte. Warum? Damit wir hier rauskommen. Sieht nach einer kleinen Verspätung aus. Was machst du? Nicht denken, schießen! Warten Sie! Schießen Sie! Ich sag's Ihnen, ich bin kein Grünschnabel! Los jetzt! Schießen Sie! Danke für die Hilfe. Moment! Wer sind Sie? Idiot! Du hast ihn umgebracht! Tut mir leid, Boss. Seine mentale Abschirmung war sehr stark. Ich konnte nicht an seine Gedanken ran. Jetzt erfahren wir den Sprengcode nie! Boss! Deine Idee.
Naomi, ich hatte eine Art Halluzination. Kommt das von den Nanomaschinen? Nein, Snake, die Nanomaschinen funktionieren korrekt. Was war es dann? Psychometrisches Eindringen von Psycho Mantis, Foxhounds Telepath. Stellen Sie sich eine Art gedankliches Feedback vor. Das also war Mantis. Gewonnen, alles zerronnen, wenn wir den Wunsch zwar, doch nicht Zufriedenheit bekommen. Das heißt, dass Wünsche uns in Schwierigkeiten bringen können, wenn wir nicht aufpassen. Das gilt auch für Gegenstände. Wer gierig ist, zahlt später dafür. Vorsicht, Snake! Snake, denken Sie nach. Ihr Verstand ist die gefährlichste Waffe. Wenn die Dinge zu kompliziert werden, versuchen Sie, sie zu vereinfachen. Sie können auch Campbell um Rat bitten. Thank you.
Die Wände, die zugepflastert wurden, sollten etwas anders aussehen. Sehen Sie die Wände im Beobachtungsmodus genau an. Suchen Sie Unterschiede im Farbmuster zu finden. Klopfen Sie doch mal an die Wand. Vielleicht klingt es auch anders. Sie brauchen Sprengstoff für die Wand. C4 oder so. Sehen Sie sich in der Waffenkammer um. Was kann ich für Sie tun, Snake? Wie geht's, Snake? Haben Sie sich schon an den Radar gewöhnt? Ja, ein tolles System. Ich sehe nicht nur die Topografie, sondern verfolge auch die Bewegungen des Feindes. Ganz schön praktisch, was? Es hilft uns auch, alles zu beobachten, was Sie tun. Sie beobachten alles. Na klar, wenn ich Ihre Freundin wäre, könnten Sie mich nie betrügen. 24 Stunden am Tag überwacht. Das wäre die Hölle. Sehen Sie's positiv. So verlaufen Sie sich nicht. Thank you.
Snake, Sie können den Radar dort nicht benutzen. Von dort kommt eine Art elektronische Störung. Was das wohl ist, seien Sie vorsichtig. Vorsicht, Snake! Präsident Baker sollte dort irgendwo sein. Finden Sie ihn schnell. Kampfgestellte Soldaten gewöhnen sich daran, wo und wann immer sie können, etwas Schlaf nachzuholen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen echten Soldaten und den Buben, die nur in Simulatoren ausgebildet wurden. Auch nach einer langen Spielzeit sollten sie sich ausruhen. Bin ich zu spät? Oh. Er lebt. Sie sind Kenneth Baker, Präsident von Armstech, nicht wahr? Keine Angst, ich hole Sie raus. Oh. Nein, nicht anfassen! C4! C4 geht mit dem Alten in die Luft. Also du bist der, von dem der Boss andauernd spricht. Und Sie? Sonderkommandoeinheit Foxhound. Revolver Ocelot. Ich habe auf dich gewartet, Solid Snake. Sehen wir mal, ob der Mann der Legende gerecht wird. Colt Single Action Army, die beste Pistole aller Zeiten. 6 Kugeln tötet alles, was sich bewegt. Ich zeig es dir, darum nennen sie mich Revolver. Zieh! Fragen über Foxhound stellen Sie besser Dr. Hunter. Revolver Ocelot war Mitglied des Spetsnaz. Nach Zerfall der Sowjetunion war er bei der russischen Steuerfahndung als Vernehmer. Danach ging er zum SVR, dem russischen Auslandsnachrichtendienst, der aus der Elite der KGB-Hauptstelle besteht. Meinen Quellen zufolge wollte er jedoch aus dem starren System des KGB ausbrechen. Dann hat ihn Foxhound rekrutiert. Er ist ein Revolver-Fanatiker und liebt Cowboy-Filme und Italo-Western. Er ist auch als Sadist bekannt. Beim Spetsnaz lernte er die fortschrittlichsten Foltertechniken. Ja, er war richtig in Übung. Das Lubjanka-Gefängnis befindet sich direkt im KGB-Hauptquartier. Beim Revolver ist das Nachladen die gefährlichste Zeit. Aber er liebt diesen Nervenkitzel. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil. Erwischen Sie ihn beim Nachladen. Sehen Sie auf dem Monitor die Anzeige seiner verbleibenden Kugeln, warten Sie auf den richtigen Moment und erledigen Sie ihn. Zieh!
verstehe die Kugeln! Ich bestimme ihre Richtung! Ich sah den Kampf gerne nach! Nichts gleich dem Gefühl, eine lange Silberkugel in die gut geschmierte Kammer zu schlagen. Verstecken hilft dir nicht weiter! Besser, du beeilst dich! Der Alter hält nicht mehr lange durch. Dieser Schwefelgeruch. Aber für dich ist es nur der Geruch deines Todes. Dem Gefühl eine lange Sicht. Okay, ich lebe wieder. Los geht's. Besser, du beeilst dich. Der Alter hält nicht mehr lange durch.
Wolltest du das nicht regeln? Verstecken hilft dir nicht! Für dich ist es nur der Geruch deines Todes. Ah, du bist recht gut. Genau das, was ich von jemandem mit demselben Code wie der Boss erwartete. Das ist mein bester Kampf seit langem. Aber ich fange erst richtig an. Was? Ah, meine Hand! Ah. 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 Ein Stealth-Anzug? Kannst du nicht mal richtig sterben? Du hattest Glück. Wir sehen uns wieder. Wer sind Sie? Ich bin wie du. Dieses Exoskelett. Können Sie sprechen? Wer sind Sie? Keiner von denen. Der DARPA-Chef hat Ihnen seinen Sprengcode gegeben. Was mit Ihrem? Ach so, ich weiß. Tim hat Sie geschickt. Sie sind vom Pentagon. Antworten Sie! Wir haben keine Zeit. Was mit Ihrem Code? Ich habe geplaudert. Was? Jetzt haben die Terroristen beide Codes und können jederzeit zünden. Ich habe mich gewehrt. Ich habe es Recommendis' Kräften widerstanden. Er hat Ihre Gedanken nicht gelesen. Wieso nicht? Implantate in meinem Gehirn. Implantate? Eine Art mentale Sperre. Jeder mit Zugang zu streng geheimen Codes hat sie. Auch der DARPA-Chef? Natürlich. Der DARPA-Chef sagt, Mantis habe seinen Code durch Gedankenlesen erfahren. Haben Sie ihn auch richtig verstanden? Ja, da bin ich sicher. Wie haben Sie denn Ihren Code herausgefunden? Ich wurde leider nie im Widerstand zur Folter trainiert. Sieht aus, als hätte er seinen Spaß mit Ihnen gehabt. Er ist kein Mensch. Er hat jede Sekunde genossen. Was mit Ihrem Arm? Er hat ihn gebrochen. Dann sind Sie jetzt wohl quitt. Seiner wurde abgetrennt. Sie sind wohl ein Witzbold. Der DARPA-Chef, ist der okay? Tot. Was? Unmöglich! Jim, Sie haben uns hintergangen. Sie wollen mich ausschalten. Beruhigen Sie sich. Was ist denn los mit Ihnen? Ich bin hier, um Sie zu retten. Oh. Ich habe den DARPA-Chef nicht umgebracht. Er hatte einen Herzinfarkt oder sowas. Herzinfarkt? Seien Sie kein Narr. Was auch immer. Die Terroristen haben jetzt beide Codes. Diese Jungs sind total verrückt. Die zögern nicht eine Atomwaffe. Ich weiß, aber was wollen Sie wirklich? Wer weiß, vielleicht sind die wie wir in der Rüstungsindustrie. Immer freuen wir uns auf den nächsten schönen Krieg. Nun, ich werde nicht zulassen, dass diese Verrückten einen Krieg beginnen. Haben Sie die Schlüsselkarten noch? Schlüssel? Um den Sprengcode außer Kraft zu setzen. Ich höre, Sie hatten sie. Nein, nicht mehr. Was? Wer hat sie dann? Doch nicht die Terroristen? Nein, diese Frau. Frau? Welche Frau? Eine Soldatin, die mit mir gefangen genommen wurde. Soldatin? Das muss... Sie sagte, sie wäre eine neue Rekrutin. Sie nahm sie gefangen, weil sie nicht an der Rebellion teilnehmen wollte. Neue Rekrutin? Vielleicht die Nichte des Colonels? Ich gab ihr die Schlüssel. Sieht so aus, als wäre sie entkommen. Ich hoffe, sie ist okay. Ich glaube schon. Sie ist neu, aber hart im Nehmen. Wie wissen Sie, dass sie entkommen ist? Wir waren über Codec in Kontakt, bis ich hier festgehalten wurde. Codec? Ja, sie stahl es der Wache. Wenn sie es noch hat, können sie kontaktieren.
Sie hat es bestimmt. Welche Frequenz verwendet sie? Oh ja, Moment, die ist... tut mir leid. Ich hab sie vergessen. Verdammt! Oh ja, sie ist auf der CD-Verpackung. Versuchen Sie, Verbindung aufzunehmen. Okay, sagen Sie, falls das nicht funktioniert, wie kann ich den Abschuss der Rakete sonst verhindern? Suchen Sie Hal Emmerich, einer meiner Angestellten. Wer ist das? Der Teamleiter des Metal Gear-Projekts. Ein technisches Genie, aber ein ziemlich komischer Kauz. Wenn jemand das Aktivieren von Metal Gear verhindern kann, dann ist er's. Und wenn ihm nichts einfällt? Dann müssen wir es zerstören. Emmerich weiß, wie man Metal Gear zerstört. Wo ist dieser Emmerich? Nun, er wird wahrscheinlich im Sprengkopflager festgehalten. Das ist nördlich von hier. Dort hat er gearbeitet. Ich verstehe. Aber warum Metal Gear? Das nukleare Zeitalter ging doch mit der Jahrtausendwende vorbei. Da irren Sie sich. Die nukleare Bedrohung ist nicht vorüber. Heute ist sie größer als je zuvor. Die Menge an verbrauchtem Nuklearbrennstoff und Plutonium steigt ständig an. Auch heute. Haben Sie je ein Lager voll von Atommaterial gesehen? Nein. Fässer über Fässer voll von Atommüll, soweit das Auge reicht. Das Zeug kann noch immer nicht richtig entsorgt werden. Also machen die einfach den Deckel zu und tun so, als löse sich das Problem von selbst. Im Endeffekt ja. Und selbst das Lagern wird schlecht gehandhabt. Viele der Fässer korrodieren und der radioaktive Inhalt sickert aus. Unglaublich. Nicht nur das. Jährlich werden kiloweise Schwund verzeichnet. Schwund? Ungeklärte Fehlmengen. Es beweist, dass ein großer und gut organisierter Schwarzmarkt für radioaktives Material existiert. Außerdem sind seit Ende des Kalten Krieges insbesondere russische Atomingenieure arbeitslos und ohne Aussichten auf einen Job. Mit anderen Worten, es gibt Material und Wissenschaftler zu Genüge, um eine Bombe herzustellen. Wir leben in einem Zeitalter, wo jedes Kleinland ein Atomwaffenprogramm betreiben kann. Und wie steht es mit den anderen Supermächten? Russland und China unterhalten noch stets eine bedeutende Atompräsenz. Totale nukleare Abrüstung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für unsere Abschreckungspolitik benötigen wir eine Waffe von absoluter Schlagkraft. Sie meinen Metal Gear? Ja, unsere Industrie hat ziemlich unter den Kürzungen im militärischen Bereich wegen dieses sogenannten Friedens gelitten. Ich habe viel über Fusionen und Übernahmen bei den großen Rüstungsfirmen gehört. Ja, und nachdem eine Firma den Auftrag für die nächste USAF-Jägergeneration verloren hatte, blieb uns mit Metal Gear eine letzte Trumpfkarte. Deswegen wollten wir Metal Gear als schwarzes Projekt entwickelt haben. Schwarzes Projekt? Geheimprojekte aus dem Schwarzfonds des Pentagons finanziert. Man vermeidet da eine Menge Bürokratie und erhält eine gute Vorlaufzeit für die Waffenproduktion. Und keiner kommt dir in die Quere. Nicht mal die weichen Liberalen im militärischen Überwachungskomitee. Bestechung. Ich ziehe es vor, von gutem Geschäft zu sprechen. Egal, Metal Gear wäre nach Analyse unserer Übungsergebnisse offiziell genehmigt worden. Sie und Ihre Firma scheren mich nicht. Ja, von einem Grunzer wie Ihnen erwartet man nichts anderes. Hier, deswegen sind Sie doch hier, nicht? Was ist das? Eine optische Diskette, ist alles drauf. Die Hauptfestplatte wurde bei der Schießerei zerstört. Dies ist die einzige Kopie der Daten. Was für Daten sind das? All die Daten dieser Übung. Stellen Sie sich doch nicht dumm. Deswegen sind Sie doch hier. Ich habe Sie bei der Folterung vor diesem Sadisten versteckt. Die wissen nichts von dieser Diskette. Bringen Sie sie zu Jim. Ihrem Boss. Hä? Ich gebe Ihnen auch meine Karte. Sie öffnet alle Türen der Sicherheitsstufe 2. Können Sie gehen? Nein. Gehen Sie ohne mich. Die haben mein Kennwort. Die wollen nichts mehr von mir. Noch eine Frage. Wer oder was war dieser Ninja? Es schien mir, Sie wussten etwas. Der Ninja? Das war Foxhounds kleines Geheimnis. Kleines Geheimnis? Ein Experiment der Genomsoldaten. Sie kennen ihn? Fragen Sie Dr. Naomi Hunter von Foxhound. Sie weiß mehr als ich. Naomi? Stoppen Sie sie.
Wenn das rauskommt, sind meine Firma und ich erledigt. Was? Verwendet Metal Gear nicht bekannte Technologie? Metal Gear selbst schon, aber... Was haben Sie mit mir gemacht? Oh, nein, bitte nicht. Diese Mistkerle von Pentagon, die haben es tatsächlich gemacht. Wovon sprechen Sie? Sie benutzen sie Bomben. Was zum Teufel? Colonel, hören Sie mich. Auch er ist tot. Keine Ahnung. Lügen Sie nicht. Sieht wie noch ein Herzinfarkt aus, aber... Eine Art Gift. Es gibt viele Medikamente, die in hohen Dosen Herzinfarkt verursachen können. Zum Beispiel Kaliumchlorid oder Dioxid. Aber ohne Autopsie können wir nichts Genaues sagen. Verdammt. Snake, Sie und Meryl müssen zusammenarbeiten. Kann ich ihr trauen? Mehr als Sie mir trauen können. Kontaktieren Sie sie. Snake, an Ihrer Position sind zu viele elektrische Störungen. Kurze Kommunikation wie mit uns ist möglich, aber normale Kommunikation wahrscheinlich nicht. Versuchen Sie, aus dem Bereich wegzukommen. Snake, reißen Sie sich zusammen. Naomi, was war dieses Ninja-Ding? Ein Mitglied von Foxhound. Nein. Sind Sie sicher? Ja, wir haben niemanden wie ihn in der Einheit. Stimmt das? Snake, ich verlasse mich auf Sie. Snake, Sie können den Radar dort nicht benutzen. Von dort kommt eine Art elektronische Störung. Was das wohl ist? Seien Sie vorsichtig! Vorsicht, Snake! Hier spricht Nastascha Romanenko. Schön, mit Ihnen zu arbeiten, Solid Snake. Sie sind die Atomexpertin, die der Colonel erwähnte. Genau. Ich kann Ihnen alles über Atombomben erzählen. Ich bin aber auch Militärberaterin und kenne mich gut mit vielen Waffensystemen aus. Man bat mich, als Mitglied des Atomüberwachungsteams an dieser Operation teilzunehmen. Ich habe gern angenommen. Atomwaffen dürfen Terroristen einfach nicht in die Hände fallen. Ich hoffe, wir können sie aufhalten. Sie sind eine harte Lady. Terroristen, die ernsthaft Atombomben zünden wollen? Das kann die Welt doch nicht einfach so zulassen. Leider kann ich Ihnen von hier aus nur mit Informationen helfen. Das wird hoffentlich reichen. Ein Soldat mehr würde hier auch nichts ändern. Ich arbeite gerne mit Ihnen zusammen, Nastascha. Ganz meinerseits. Erst stirbt der DARPA-Chef am Herzinfarkt und jetzt Präsident Baker? Ja, da stimmt doch was nicht. Master, wissen Sie, was hier vorgeht? Nein, aber irgendwas ist hier im Busch, das ist klar. Halten Sie die Augen offen.
scheint mit Infrarotsensoren gesichert zu sein. Sie müssen irgendwie an deren Strahlen vorbeikommen. Menschen, die einen Krieg überlebt haben, haben einen sechsten Sinn für Gefahr. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt als Soldat und als Spieler. Snake, der Raum ist voller Infrarotsensoren. Sie würden sie sehen, wenn Sie Rauch produzieren können. Zigarettenrauch oder so? Hoffentlich klappt das. Ich habe raucharme Zigaretten. Ach, die Zigaretten, die zur Reduktion des Passivrauchens entwickelt wurden. Keine Sorge, blasen Sie einfach den Rauch aus dem Mund und Sie sollten die Infrarotsensoren sehen können. Gute Idee, Zigaretten mitzunehmen. Rauchen Sie aber nicht zu viel. Zigaretten schwächen Körper und Geist. Das ist nicht gut für Sie.
bisschen geräumig. Meiner Eltern sagt man, gibt es mehr Wölfe, werden Menschen gefressen. Gibt es mehr Menschen, werden Wölfe gefressen. Das heißt, die Seite in der Überzahl gewinnt gewöhnlich. Sie sind in der Unterzahl, Snake. Lassen Sie sich nicht blicken. Der DARPA-Chef und Präsident Baker. Die Terroristen haben jetzt also beide Codes. Und nicht nur das. Beide starben direkt vor meinen Augen. Snake, jetzt, wo die Terroristen beide Codes haben, müssen sie einen Abschuss entweder mit den Spezialschlüsseln verhindern, die Merrill hat, oder... Oder den Metal Gear Chefingenieur finden, wie Präsident Baker sagte. Hal Emmerich. Jedenfalls sollten sie Merrill per Codec anrufen. Stand Ihre Frequenz auf der CD-Verpackungsrückseite? Wer sind Sie? Ich war echt beeindruckt, wie Sie da rausgekommen sind. Der aus dem Gefängnis? Sie sind die Nichte des Colonels. Merrill, oder? Nein, das ist er nicht. Und wer bitte sind Sie? Der Idiot, den Ihr Onkel hier ganz alleine in dieses Minenfeld geschickt hat. Sie sind alleine. Was sind Sie? Eine Art Ein-Mann-Einheit. Ich brauche keine Vorträge. Sie sind genau wie Ihr Onkel. Woher kennen Sie meinen Onkel? Wir sind alte Freunde. Wie heißen Sie? Mein Name ist nicht wichtig. Aha. Sind Sie vielleicht Snake? Sind Sie Solid Snake? Einige Leute nennen mich so. Der legendäre Solid Snake. Sie. Tut mir leid wegen vorhin. Ich wusste nicht, auf welcher Seite Sie sind. Ich wusste es von Ihnen. Wie? Ihre Augen. Meine Augen? Das sind keine Soldatenaugen. Sondern die eines Grünschnabels. Nein, schöne, einfühlsame Augen. Genau das, was man von der Legende erwartet, Solid Snake. Versucht mir den Teppich unter den Füßen zu nehmen. Keine Sorge. Das kommt schon wieder, wenn wir uns sehen. Die Wirklichkeit kann mit der Legende leider nicht ganz mithalten. Ich glaube Ihnen nicht. Weshalb waren Sie so überrascht, als Sie mein Gesicht sahen?
Weil sie ihm so ähnlich sind. Wem? Liquid Snake? Der Terroristenführer? Ja, kennen Sie ihn? Sie sind nicht etwa Brüder, oder? Ich habe keine Familie. Wie kann das denn sein? Wer weiß. Fragen Sie ihn doch selbst. Aber erst brauche ich Informationen. Sie waren von Anfang an bei der Übung dabei. Was genau ist da vorgefallen? Tut mir leid. Ich wurde zusammen mit Präsident Baker gleich nach dem Angriff gefangen genommen. Das ist okay. Aber wo sind wir hier? Das ist doch nicht nur eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Oh nein, das sieht Ihnen ähnlich. Sie haben Ihnen nichts erzählt? Okay, Snake. Dies hier ist nicht wirklich eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Diese Basis wird von einer Scheinfirma von Arms Tech betrieben. Eine zivile Basis? Ja, für die Entwicklung von Metal Gear. Colonel. Foxhound und die Sondereinheiten der nächsten Generation waren hier zum Abschuss einer Testrakete. Weshalb Foxhound? Weil sie eine Sondereinsatztruppe mit Erfahrung bei streng geheimen Missionen sind. Alles sollte schön geheim gehalten werden. Aber Atomraketen wurden bereits getestet. Weshalb jetzt? Es sollte der endgültige Test vor der formellen Genehmigung des Metal Gear-Programms sein, soviel ich davon gehört habe. Klingt komisch. Was glauben Sie, wollen die Terroristen? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich wurde mit Präsident Baker zu Beginn der Revolte gefangen genommen. Oh ja, dabei gab er Ihnen die Schlüssel zum Deaktivieren des Sprengcodes. Genau. Wie haben Sie es geschafft, sie vor den Wachen zu verstecken? Frauen haben mehr Verstecke als Männer. Sie haben Baker getroffen? Wie geht es ihm? Er ist tot. Was? Herzinfarkt. Wie auch der DARPA-Chef. Der Chef ist auch an Herzinfarkt gestorben? Ja. Waren die beiden krank oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht an Zufälle. Irgendwas geht hier vor. Könnte sein, aber ich habe keine Ahnung, was. Ich auch nicht. Noch nicht. Kennen Sie den Entwickler von Metal Gear? Sie meinen Dr. Emmerich? Ja. Lebt er noch? Wahrscheinlich. Er sollte im Forschungslabor im zweiten Untergeschoss, im Sprengkopflager nördlich von hier sein. Zweites Untergeschoss, okay. Ja, dort ist sein Labor. Ich glaube, er wird dazu gezwungen, am Atomraketenabschussprogramm zu arbeiten. Sie brauchen ihn also erstmal lebend. Wir müssen etwas tun, bevor er fertig ist. Stimmt. Ich muss wissen, wie ich Metal Gear zerstöre, wenn der Sprengcode nicht deaktiviert werden kann. Das wollen Sie selber unternehmen, Snake? Es ist nicht das erste Mal. Wie komme ich am besten in das Gebäude, in dem der Doktor ist? Im ersten Stock des Gebäudes ist eine Frachttür, die nach Norden führt. Was ist die Sicherheitsstufe der Türen? 5. Aber kein Problem. Ich habe eine Karte für Stufe 5. Okay. Ich versuche, den Doktor zu retten. Sie sollten gehen. Ich komme mit. Nein. Sie sind zu grün. Verstecken Sie sich irgendwo. Ich bin nicht grün. Glauben Sie mir. Die kleinste Unaufmerksamkeit vor dem Feind und alles ist vorbei. Sie können nicht immer Glück haben. Ich weiß nicht, was los war. Ich konnte einfach nicht gleich schießen. Ich hatte beim Training nie Probleme. Aber als ich daran dachte, dass meine Kugeln diese Soldaten zerreißen würden, zögerte ich. Schießen auf Zielscheiben und feuern auf Menschen ist etwas ganz anderes. Schon als ich noch klein war, wollte ich Soldatin werden. Ich habe meine Gedanken und meinen Körper jeden Tag auf eine echte Kampfsituation vorbereitet. Und jetzt? Was nun? Geben Sie auf. Ich kann nicht. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Hören Sie, Meryl. Es wird jedem schlecht, nachdem er das erste Mal tötet. Aber leider wird das Töten mit jedem Mal einfacher. Im Krieg kommen all die schlechten Seiten und Gefühle des Menschen zum Vorschein. Und so vergisst man leicht auf dem Schlachtfeld, wie groß die Sünde ist. Dies ist kein Krieg. Es ist ein Terroristenangriff. Sie sind bloß etwas aufgerührt. Eine normale Reaktion auf das Kampfhoch. Ihr Adrenalinspiegel legt sich wieder. Keine Sorge. Ich habe an der Akademie alles über Kampfhochs gelernt. Wir besprechen das später. Jetzt müssen Sie hier erstmal lebendig rauskommen. Ich denke dran, wenn wir hier jemals rauskommen. Okay, ich versuche das mal anders. Gehen Sie mir aus dem verdammten Weg! Ein mieses Stück, genau wie mein Onkel sagte. Ich sagte doch, die Wirklichkeit hält nicht mit der Legende mit. Sie hatten wohl recht. Okay, Snake. Ich werde brav sein. Wir treffen uns, wenn ich den Doktor habe. Dann kümmern wir uns um den Sprengcode. Alles klar. Aber ich kenne diesen Bereich besser als Sie.
melden Sie sich bei Fragen. Vorsicht, ja? Ich melde mich, wenn die Frachttür offen ist. Danke. Wo sind Sie? Ich weiß, wo Sie sind. Bleiben Sie, wo Sie sind. Keine Sorge, ich trage die feindliche Uniform. Mit Ihrem Gang erkennt man Sie schnell. Was soll das heißen? Ach, nichts. Hören Sie, Snake. Die Frachttür ist wie eine Luftschleuse. Sie hat Infrarotsensoren und beim Feststellen eines Eindringlings tritt Gas aus. Gas? Okay, wir treffen uns beim Sprengkopflager. Warten Sie. Sie wollten noch brav sein und hierbleiben. Ich hab's mir anders überlegt. Seien Sie nicht dumm. Das verdirbt immer alles. Tut mir leid, aber ich muss herausfinden, ob ich als Soldat geeignet bin. Ich muss mir erstmal die Hände schmutzig machen. Das sind Berufssoldaten. Die werden Sie umbringen. Bis später. Thank you.
okay? Snake! Snake! Snake, die Frachttür ist offen. In der Luftschleuse sind Infrarotsensoren. Mit dem bloßen Auge kann man sie nicht sehen, aber aus der Wand da kommen Infrarotstrahlen. Bei Kontakt mit einem werden die Türen abgeschottet und Giftgas freigesetzt. Sie müssen da irgendwie durch, ohne Alarm auszulösen. Thank you.
Gibt's was, Snake? Wie Konfuzius sagt, Vorsicht irrt sich selten. Mit Vorsicht machen Sie wahrscheinlich keine großen Fehler. Verlieren Sie nicht die Konzentration, wenn Sie sich ans Spiel gewöhnt haben. Wenn Sie nach Norden gehen, kommen Sie irgendwann zum Sprengkopflager. Dr. Emmerich muss im Laborbereich im zweiten Untergeschoss sein. Ich gehe schon mal und warte da. Meryl? Was? Wollen Sie etwa, dass ich hierbleibe, weil ich ein Grünschnabel bin? Nein, das ist Ihre Entscheidung. Ich kann Sie nicht aufhalten, aber... Aber? Machen Sie keine Dummheiten. Dummheiten? Junge, Junge, danke für das große Vertrauen. Meryl. Egal, wir treffen uns dann. Dieser Ort ist voller Claymore-Minen. Verwenden Sie Ihren Detektor. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Deep Throat. Deep Throat? Informant beim Watergate-Skandal. Vergessen Sie das. Es ist keine Blitzübertragung. Sind Sie in der Nähe? Hören Sie. Vor Ihnen lauert ein Panzer und wartet darauf, Sie anzugreifen. Wer sind Sie? Einer Ihrer Fans. Thank you.
Wie gefällt dir das? Tja, Boss. Ich hoffe, du freust dich. Er hat die Karte. Amüsieren wir uns noch eine Weile mit ihm. Sei klug und unterschätze ihn nicht. Was hältst du von ihm? Er ist genau wie du gesagt hast. Im Kampf scheint er wie besessen zu sein. Ganz dir ähnlich. Das habe ich erwartet. Siehst du, sagte ich doch. Aber ich werde ihn töten. Ja, General Ivan, er hat dir also die Hand und die Würde genommen. Hüte deine Zunge, Schamane! In der Sprache der Sioux bedeutet Sioux Schlange. Ein Tier, von dem man weiß, dass man es fürchten soll. Die Schlange gehört jetzt mir. Beim nächsten Mal werde ich mich um ihn kümmern. Noch nicht. Töte ihn noch nicht. Wir werden uns im Kampf wiedersehen. Gleiche Vorhersage wie immer? Ja, der Rabe auf meinem Kopf will sein Blut sehen. Snake, retten Sie Dr. Emmerich, den Metal Gear Ingenieur. Er wird wahrscheinlich im zweiten Untergeschoss des Sprengkopflagers gefangen gehalten. Sie sind unglaublich, Snake. Sie haben einen M1 ganz allein besiegt. War nicht schwer. Aber ich wette, dass Ihr Trainingssimulator keine Szenarios hat, wo man allein gegen einen Panzer antritt, stimmt's? Nein, aber es gab auch kein Szenario, wo man sich allein gegen eine Gruppe von terroristischen Sondereinheiten der nächsten Generation einschleichen musste. Im echten Leben kommt immer alles anders. Besonders auf dem Schlachtfeld. Ich bin schon im Sprengkopflager in Stellung. Dr. Emmerich scheint in Ordnung zu sein, aber ich weiß nicht für wie lange noch. Kommen Sie schnell nach, ja? Vorsicht! Verwendung von Waffen ist hier absolut ausgeschlossen. Ich habe die Nanomaschinen so programmiert, dass das nicht geht, Garnor. Was? Wovon reden Sie? Schon vergessen?
Hier sind die Atomsprengköpfe gelagert. Sehen Sie sie? Ja, da sind jede Menge Kartons. Aber sind das alle Sprengköpfe? Ja, entschärfte Sprengköpfe. Die liegen hier einfach rum? Präsident Baker hat recht. Völlig nachlässig. Der Etat ist begrenzt. Für die Medien wird das alles geschönt. Aber so sieht die bittere Wahrheit aus. Natascha weiß noch viel mehr darüber als ich. Aus allen Sprengköpfen in den Kartons wurden die Zünder entfernt, sodass sie nicht explodieren können. Sollten sie jedoch beschädigt werden, kann dabei Plutonium austreten und das wäre ein ernstes Problem. Vorsicht! Sie dürfen in diesem Bereich keine Waffen einsetzen. Das ist ein Lager für Atomsprengköpfe. Da sind überall Atomsprengköpfe drin. Ja, aber die Zündungsmechanismen sind entfernt worden. Dann brauche ich mir also keine Sorgen zu machen, dass die Insel hochgeht. Aber wenn die Hülle beschädigt wird, kann radioaktives Material austreten. Bitte lassen Sie Ihre Waffen stecken.
ist los, Snake? Kennen Sie dieses Sprichwort? Konfuzius sagt... Genug Sprichwörter. Erzählen Sie mir mal von sich selbst. Der überlegene Mann spricht wenig, aber handelt überragend. Was soll das denn heißen? Das heißt, ich kenne Sie kaum, Snake. Es wäre nicht recht, Ihnen meine Lebensgeschichte zu erzählen. Na gut, aber ich gebe nicht auf. Snake? Snake, hören Sie auf Laozi. Wer weiß, dass genug... Retten Sie Dr. Emmerich und finden Sie Metal Gears Schwachstelle. Ist er nicht im Labor im Nordostteil dieses Stockwerks gefangen? Thank you.
Erich ist wahrscheinlich im Nordosten des Stockwerks in seinem Labor gefangen. Sie haben den Bereich mit Gas geflutet, um eine Flucht zu verhindern. Dort sollte aber auch eine Gasmaske sein. Damit kommen sie bestimmt leicht durch. Im Krieg entscheidet der Bruchteil einer Sekunde über Sieg oder Niederlage. Zögern Sie nie. Je langsamer Sie reagieren, desto größer die Gefahr, geschlagen zu werden. Prima, gut. Eine SOCOM. Das ist eine Special Operations Command Pistole. Diese Pistole vom Kaliber 45 hält so ziemlich jeden auf. Außerdem verfügt sie über ein LAM für den Kampf bei Nacht. Wenn Sie die Waffentaste gedrückt halten, können Sie mit dem Laser den Feind im Visier behalten. Wenn Sie einen SOCOM-Schalldämpfer finden, können Sie den auch montieren. Diese Pistole wurde besonders für Spezialeinsätze entwickelt und ist bestimmt sehr nützlich. Das heißt, sie wäre etwas schwer und nicht leicht zu bedienen, für Sie aber sicher kein Problem.